Suchtpräventive Ansätze bezüglich Medikamentenkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Also eigentlich, ich mache zuerst mal einen kleinen Input, welche Prävention wirkt wirklich, also ein bisschen provokativer Input zuerst mal zu verschiedenen Präventionsansätzen und dann einen Fokus auf Eltern. Wir haben gerade auch so eine Broschüre rausgegeben für Eltern, wie sie das Thema mit Kindern angehen können. Und deshalb habe ich dann richtig mal über diese Möglichkeiten, die da bestehen. Also welche Prävention wirkt? Mir ist ganz wichtig, zuerst mal hinzuschauen auch und vielleicht auch wieder darauf zurückzukommen. Natürlich müssen wir Prävention machen, aber die richtige Prävention. Also das heißt, nicht einfach wild drauf los alle informieren über alles Mögliche, sondern zu schauen, auch aus der Forschung, und da beziehe ich mich auch stark auf Gregor Burkhardt, zu schauen, ja, was gibt es für Forschung zu, welche Präventionsmaßnahmen wirklich wirken, welche vielleicht sogar schädlich sein können. Zum Beispiel Informationen der Allgemeinbevölkerung via Medien. Das kann auch Normalität suggerieren, sozusagen, dass die Jugendlichen sagen, ja, es ist ja normal, alle machen das. Es gibt da den Global Drug Survey, der jedes Jahr rauskommt, und das ist wirklich verheerend eigentlich, weil da werden es eigentlich nicht. Das ist nicht repräsentativ, sondern wird stark von Leuten vertrieben im Ausgehmilieu, wo halt dann eben Freizeitdrogen konsumiert werden. Und dann kommt raus eine Schlagzeile, habe ich mal gesehen, die Schweizer kiffen alle und die sind alle Kokain, weiß ich was. Und das ist förderliche Normalität. Deshalb neue Substanzen, auch Medikamente, muss man vorsichtig sein, wen man anspricht, auch über die Medien. Substanzspezifische Informationen der Jugendlichen, Informationen der Jugendlichen in Schulen. Auch da ist es ein sehr heikles und komplexes Thema. Es gibt auch Studien, die zeigen, man kann auch die Neugier wecken für solche Substanzen bei Jugendlichen, die vorher gar nicht so richtig daran gedacht haben. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, dass nachher, nach so Präventionsmaßnahmen in Schulen mehr konsumiert wurde als vorher. Da fragt man sich, okay, wie und wen wollen wir ansprechen? Oder es gibt da diejenigen, die ausprobieren und so und sich sogar auf YouTube und überall informieren, welche Substanzen was machen und so weiter, die. Da kann man auch weiter aufklären über Risiken, weil die sich wirklich informieren wollen. Bis hin zum anderen Extrem, die dann, es gibt solche, die sagen, ah, Risiken ist mir doch egal und wenn ich sterbe, ist mir egal. Oder so, das sind dann diejenigen, die am anderen Rand stehen. Dazwischen gibt es ganz viele und da wirklich, welche Kanäle brauchen wir, das muss wirklich ganz gut überlegt werden. Vielleicht auch, dahinter steht manchmal bei Präventionsmaßnahmen das Ideal des aufgeklärten Konsums. Hier auch nach Gregor Burkhardt funktioniert das eigentlich nur bei den Erwachsenen. Risikobereite Jugendlichen nehmen einfach das, was sie als zu ihrer Gruppe zugehörig erachten, ungeachtet der Risiken oder oft ungeachtet der Risiken. Gerade jetzt im Hip-Hop-Milieu, man gehört einfach dazu, wenn man das nimmt, auch ohne Gruppendruck. Und deshalb ist die Frage, was heißt jetzt der Aufklärung? Wie kann Aufklärung gelingen? Oder? Das heißt, jugendliches Risikoverhalten ist ja oft geprägt von sozialen Normen, also die orientieren sich an den sozialen Normen, an den Normen ihrer Gruppe. Es ist geprägt auch von den elterlichen Aufsicht, da komme ich nachher darauf zurück, was das heißen könnte. Es ist geprägt vom physischen Kontext und der Regulierung von Industrien auch, sei es Alkohol, Tabak und so weiter. Da hat Regulierung einen sehr großen Einfluss. Und ist auch geprägt von der Einübung von Impulskontrolle, der Sozial- und Selbstkompetenz. Wie ist die geschult worden? Ich glaube, da ist auch
Ansatzpunkt, eine Ansatzmöglichkeit. Dann, das heißt, wie können Jugendliche informiert werden? Möglichkeit, gezielte Informationen hinsichtlich den Konsummotiven und alternativen Bedürfnisbefriedigungen. Das heißt eben, wenn Jugendliche Substanzen nehmen, um eben Gefühle zu betäuben, um gewisse Wirkung zu erzielen, wenn sie Probleme haben, oder dann kann Alternativen aufzuzeigen, kann eine Wirkung haben. Dann gezielte Arbeit je nach Risikoprofilen, ist jemand risikobereit oder nicht, zu welcher Szene zählt die Person sich. Und was sicher sehr wirksam ist, ist schon ab Kindheit Sozial- und Selbstkompetenzen und Impulskontrolle zu trainieren. Das ist eigentlich, der Gregor Burkhardt sagt, das ist eigentlich etwas, was am meisten wirkt. Das heißt eben, die ganze Überlegung, welche Aufklärung die Jugendlichen macht Sinn, das ist ganz wichtig da. Dann Eltern haben mehr Einfluss, als man meint. Wenn eine Vertrauensbeziehung da ist, auch über Monitoring, was die Jugendlichen eigentlich machen, mit Vorbildfunktion, mit Einüben von Alternativen zur Bedürfnisbefriedigung und so weiter. Ich komme dann nachher noch ein bisschen mehr darauf zurück. Eben, das heißt, es gibt verschiedene Lebenswelten, wie Marc gesagt hat, Schule, Sportvereine, Ärzteschaft, Apotheken, Künstler, Straßensozialarbeiter auch und so weiter. Das heißt, Fachkräfte schulen, Handlungssicherheit stärken oder in diesen bei Leuten, die in diesen Milieus tätig sind. Das ist auch wichtig. Dann komme ich zu Fokus Eltern. Eben, wie gesagt, wir haben eine neue Broschüre da. Ich kann da einen Link auch noch dazu euch schicken dann oder im PowerPoint das dann auch zugänglich gemacht wird, mal reinplatzieren. Ich denke, da ist immer das Spannungsfeld zwischen Verantwortung versus Spielraum. Ist eigentlich nicht so gemeint, dass Eltern an allem schuld sind, wenn es nicht klappt oder Eltern alles unter Kontrolle halten können. Das sicher nicht, aber Eltern haben einen Spielraum. Oder es geht darum, eigentlich diesen Spielraum, den sie haben, den Einfluss, der möglich ist, den auszunutzen. Ja, der Spielraum ist größer, als man denkt, aber umgekehrt eben zu sagen, ja, die Eltern sind schuld, wenn es letztendlich das Kind doch konsumiert, das wäre dann auch falsch. Also nicht irgendwie beschuldigen, sondern einfach sagen, hey, du hast eine Möglichkeit und das kannst du machen, das kannst du ausnutzen. Das heißt, die Frage ist vielleicht, welche Indizien gibt es, wenn ein Kind zu erkennen, dass ein Kind Medikamente konsumiert. Kann sein, das Kind ist gestresst oder deprimiert, Schlaf- oder Appetitstörungen, wenn es sich isoliert oder Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung hat. Das können Indizien sein, kann aber auch sein, dass es ein Indiz für andere Probleme. Auch ein wichtiges Indiz ist, wenn der Freundeskreis sich ändert. Das heißt, wenn das Kind oder Jugendliche sich mehr und mehr mit der Jugendlichen rumtreibt, die wahrscheinlich auch Substanzen konsumieren oder risikobereiter sind. Ich denke, da muss man dann genauer hinschauen. Auch. Dann, wie reagieren? Wichtig ist sicher keine Vorwürfe zu machen, sondern eher die Sorge und um das Wohl des Jugendlichen auszudrücken. Eltern haben ein Recht, auch mehr zu wissen. Oder was die Kinder tun. Ich glaube, es ist umso einfacher, je besser das Vertrauensverhältnis von Kindern dann trainiert worden ist. Natürlich, Eltern sollten auch gut selber über Substanzen informiert sein, sonst ist man schnell out als Gesprächspartner. Und die Motivation verstehen, das heißt, welche sind eigentlich die Motivationen für den Konsum? Und darauf reagieren, eigentlich bei Motivationen anknüpfen. Das heißt auch da Alternativen entwickeln und einüben.
zum Beispiel Umgang mit Ängsten und Stress, eben ist auch schon gesagt worden, Entspannungstechniken, sich eine andere Sicht auf das Leben bekommen, Sicherheiten pflegen, oder? Die Jugendliche sucht nach Halt und Sicherheiten auch, Unterstützung leisten, eben wenn jetzt Jugendliche überfordert sind mit der Ausbildung oder Schule und so weiter, und auch die Problemlösungskompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Dann gibt es ja auch die Motivation in Suche nach Emotionen und nach Nervenkitzel. Und ich glaube, das kann auf anderen Wegen auch eingeübt werden, sei es mit Sport, sei es mit anderen Tätigkeiten. Und ich denke einfach, Bedürfnisse sind normal, Bedürfnisse sind da und deshalb die auf eine konstruktive Schiene be zu bekommen, oder das ist eigentlich die Herausforderung dann. Und dann eben Normalität und Vorbildfunktion. Das heißt, in der Familie auch, welche Haltung hat die Familie gegenüber Medikamenten? Was wird vorgelebt? Oder wird für jedes kleine Schmerz oder Seelenkummer ein Medikament genommen? Wie wird mit körperlichen, psychischen Schwierigkeiten generell umgegangen? Und die Eltern sind eigentlich das erste Modell. Also das, was sie sehen, was die Eltern eigentlich schon immer so gemacht haben, das wird als die Normalität angeschaut. Und ja, das ist nicht gar nicht einfach, so Eltern auch zu sagen, okay, Mist, jetzt bin ich Modell. Und wie gehe ich eigentlich um und merke selber bei mir, ja, gewisse Sachen, da muss ich eigentlich, sollte ich anders damit umgehen und muss ich andere Wege finden. Und sei ich nie zu spät, auch selber andere Wege auszuprobieren, selber für die eigenen Probleme, mit denen man konfrontiert ist. Und es ist interessant, auch Jugendliche, die sind da manchmal ganz erstaunt, wenn die Eltern ihre Haltung oder ihre Problemlösungskompetenz ändern. Also da sagen sie, hey, so kenne ich dich ja gar nicht und so. Und das bringt auch Jugendliche zum Überlegen. Dann der Umgang mit Medikamenten, also welche Art Medikament ist überhaupt vorhanden? Gibt es Medikamente im Haushalt mit Suchtpotenzial? Medikamente sollten unzugänglich sein, auch bei anderen Betreuungspersonen. Also wenn das Kind zu Nachbarn geht oder hat man ein bisschen weniger Einfluss, aber zu Großeltern zum Beispiel schon, da kann man auch sagen, hey du, übrigens, kannst du auch die Medikamente vielleicht wegsperren, damit das Kind es nicht bedienen kann, wenn es nach was sucht. Dann ja, Dialog auf Augenhöhe, Interesse für das Befinden der Jugendlichen zeigen. Das heißt, das zeigt auch Wertschätzung gegenüber dem Jugendlichen. Klare Regeln, die auch zusammen besprochen werden und dann aber auch durchgesetzt werden. All diese Dinge sind eigentlich Teile einer Erziehung, die wirksam sein kann, auch gegen Substanzkonsum. Ja, es ist ein bisschen ein ganz kleiner Einblick. Ja, wäre ich offen für Fragen, die sich jetzt stellen.